bisschen schneller aufschließen, bitte. Wir haben ja uns begleiten auch viele Teams. Man merkt es ja oder man sieht es. Teams, die uns hier mit der Videokamera begleiten, beziehungsweise mit Fotoapparat. Und ein so ein Team, ein Mann-Team, sage ich mal, ist hier von Castor TV. Ist hier von Castor TV, die gerade auch mit ihrer Technik und den allen drum und dran kämpfen. Ja, was treibt dich hierher, sie mit diese Demo mit zu dokumentieren und mitzumachen? Was treibt dich dazu und wer bist du überhaupt? Ja, hallo erstmal hier von Castor TV. Ja, schöne Grüße erstmal hier an die Demo in Berlin. Ja, was mich bewegt hier mitzulaufen, ist einfach die Dokumentation. Denn in den Nachrichten, in den öffentlich-rechtlichen Medien sind immer nur 5% der Arschloch-Fraktion zu sehen auf Demonstrationen. Die Leute, die stören, die Steine schmeißen und ähnliches, das sucht man hier vergeblich, ist alles richtig. Aber trotzdem versucht die Presse immer auf unmögliche Sachen zu zentrieren, die bei der Demo vorfallen, damit die Leute halt denken, was sind das für Spinner, da schließen wir uns nicht an. Das ist ein Grund, warum ich das hier dokumentiere. Der andere Grund ist, ich lebe hier im Prinzip schon so eine... Weiter voraus, du musst weiter vorgehen noch. Geh weiter voraus. Ja, mehr vor. Ja, wir von Castor TV machen das bereits schon so. Wir arbeiten ehrenamtlich kostenlos, aber nicht umsonst. Und wir möchten, wir leiten auch andere Leute an, wer Livestreams machen möchte oder ähnliches von Demonstrationen und Veranstaltungen, kann bei uns in der Community auch mit dabei sein. Zum bedingungslosen Grundeinkommen gehört meiner Meinung nach auch noch eine Debatte über Arbeit grundsätzlich. Denn wenn wir die Arbeit so weit einteilen oder abschaffen, dass wir die Rohstoffe nicht mehr destruktiv nutzen, sondern für die Zukunft, für unsere Zukunft nutzen, ja, dann werden viele Arbeitsplätze frei. Die Arbeitsplätze in der Rüstungsindustrie, ja, und auch in ähnlichen Sparten wie Nahrungsmittel, Spekulation und ähnliches, das sind alles Arbeitsplätze, die brauchen wir nicht. Die brauchen wir wirklich nicht. Und was wir auch nicht brauchen, ist den größten Arbeitgeber Europas, weiter nach vorne, der Lautsprecher ist weg. Bitte aufschließen. Na, was? Was sind hier zu Bedingungsgrundlosen Grundeinkommen noch einfällt? Sind die Rentner, sind die Empfänger von Krankengeld und so weiter? Auch diese Leute hätten dann ein bedingungsloses Grundeinkommen und müssen nicht überall in den Behörden und bei Ämtern wie eine Bittsteller auftreten, eine Bedürftigkeitsprüfung über sich ergeben lassen. Ja, und diesen ganzen Schnickschnack, den man übernimmt, um die Arbeitslosen zu verwalten, der kostet Unmengen Geld. Und dieses Geld, das fehlt den Leuten. Ich bin weniger ja dafür, jetzt die Gelder rauszuhauen, damit die Konsumschraube noch weiter angezogen werden kann, was weiteres Elend schafft, zwar nicht hier, aber vielleicht in anderen Ländern. Ja Leute, deswegen lasst uns streiten für ein bedingungsloses Grundeinkommen und ich habe jetzt einen trockenen Mund und gebe einfach mal ab. Danke. Yeah.